Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Hogwarts Legacy. Diesmal mit Vertonung. Ich habe es extra doppelt geprüft. Zur letzten Episode habe ich ein paar Nebenaufgaben gemacht und die Aufgaben für Professor Garlic und Sharps habe ich erledigt. Da müssen wir eigentlich nur noch hingehen. Und wenn das erledigt ist, dann können wir mit der Kampagne weitermachen. Bevor wir das aber tun, werden wir hier mit Sebastian nochmal reden. Mal schauen, was er zu sagen hat. Und ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ich habe hier diesen Speisesaal gefunden, wo es richtig gutes Essen gibt. Oh, nice. Ein legendärer Raum hier. Sieht geil aus. Na gut, da hinten ist der Sebastian. Dann schauen wir mal, was er will. Mein Sinn. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Wenn du mehr über das Skriptorium herausfindest, sag Bescheid. In Ordnung. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Okay, das war ein kurzes Gespräch. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Okay, wie schön, Sie zu sehen. Jojo. Dann machen wir mal schnell die zwei Unterrichte. Aufträge. Machen wir dich als erstes. Ab zur Karte. Schnelle Reise, bitte. Was ist denn da am nächsten? Haupthalle. Zaubertränke vielleicht? Ja, mal Haupthalle. Na? Wäre schön, wenn es ein bisschen schneller gehen würde. Aber so sind sie. Oh, holy shit. Na, nicht weit weg. Okay, die Lichteffekte waren gerade ein bisschen schräg. Moin, habt ihr Aufgaben erledigt? Haben Sie die Aufgaben erledigt? Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. So. Ja, das sieht ja einfach aus. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Ach was. Nice. Ein neuer roter Zauber. Sehr geil. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Mhm. Ich möchte Sie nochmal anhalten hier im Klassenzimmer. Was macht er jetzt nochmal genau? Na, Confringo, das da. Fügt Objekt und Gegnern aus der Ferne einen Hieb zu und verursacht beträchtlichen Schaden. Ich mag eigentlich Confringo eigentlich ganz geil, weil der geht auf andere Gegner über. Um ihrer selbst und aller anderen. Gut, letzte Unterrichtsstunde. Aufträge. Warum hat das jetzt noch nicht abgetickt? Ah, jetzt. Okay, cool. Nächster Auftrag. Hier. Karte. Ah, ist gerade da unten. Einmal so eine Blumentante. Und ich müsste mal beim Raum der Wünsche vorbeischauen.
Aber das eilt jetzt gerade nicht. Ich habe nämlich bei den Nebenmissionen unter anderem einen Niffler, also zwei sogar, eingefangen. Den müsste ich nochmal rauslassen. Ja, immer. Reisen erweitert den Horizont. Moin. Okay, das. Ich kann aber was sammeln. Nice. Hallo. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Naja, verpasst. Aber trotzdem funktioniert. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann mit Gegnern ist. Ah, der Schwebezauber, wegen allem müssen wir keinen Gegenstand schweben lassen und bewegen. Ach, das brauche ich dann später garantiert. Sehr bei der Hauptkampagne. Gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. Ja, nö. Ich will mit der Kampagne weitermachen. Stichwort Kampagne. Aufträge. Yes. Cardi. Hey, Cardi. Wo müssen wir hin? Ach, ganz da oben hin. Dann werden wir mal hier hinreisen. Da bin ich wegen einer Nebenmission hin. Das kleine Dörfchen. Und von da aus mit dem Besen. Ich glaube, ich werde doch den Mod installieren, dass man in Hogsmeade und Hogwarts rumfliegen kann. Die drei. Das geht's. Wie lange die wohl braucht haben, hier die ganze Karte zu machen? Verlassenes Schloss. Nein, ich darf denn. Das ist doch gemein. Na gut. Dann gehen wir halt so rein. So. Zuerst mal Schnellreisepunkt. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. So. Es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden. Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Ja, Spieler. Das war Abkampagne. Leise. Gut, dass dich meine Eule erreicht hat. Wir müssen in Deckung bleiben und still sein. Nati, was ist los? Was machen wir hier draußen? Wie versprochen, habe ich untersucht, was Harlow vorhat. Ich habe ihn in den Eberkopf verfolgt. Er hat einen Brief gelesen. Alles, was ich erkennen konnte, war die Unterschrift und das Siegel von Victor Rookwood. Und nachdem du meintest, dass Rookwood und Harlow hinter dir her sind, dachte ich, du wärst perfekt geeignet, um sie mit mir zu erledigen. Ein für alle Mal. Der Brief ist der Beweis, den Officer Singer braucht. Deshalb habe ich Harlow hierher verfolgt und dir geschrieben. Ich brauche deine Hilfe, um an ihn heranzukommen. Können wir nicht direkt zum Ministerium statt zu Officer Singer? Denkst du etwa, die hören auf Schüler? Nur Officer Singer kann eine Untersuchung einleiten. Das Ministerium kommt später dazu. Ja, wenn es so einfach ist. Ich helfe dir mit dem Brief, Nati. Freut mich zu hören. Zuerst müssen wir in den Bergfried. Ich gehe zum Haupttor.
Such du einen anderen Eingang. Wieso? Ich sehe zwar keine Wachen, aber wir sollten möglichst lautlos vorgehen. Harlow ist schließlich hier. Okay. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen... Irgendwie da oben rauf. Ah, ich sehe schon. Oh, Maribou. Was haben wir denn da hinten? Ach, wieder so Eier. So, einmal rauf hier. Und Unsichtbarkeitszauber mal bereit machen. Was ist das? Was das wohl ist? Ja, habe ich mich auch gerade gebracht. Ach, warte mal. Jetzt einfach anschießen? Nee. Na, das war nichts. Ich kenne doch etwas mit mehr Kraft dahinter. Mit mehr Kraft? Konfringo! Der ganz neue Zauber. Du kommst mal hier hin. Ingardium Leviosa. Nö, macht auch nichts. Welchen Zauber willst du? Konfringo! Das ist auch nicht. Wenn wir mal wieder. Drei. Okay. Das hat geklappt. Ah, und jetzt. Okay, I see. Und loslassen, bitte. Naja, nicht ganz so, wie ich wollte. Reicht es? Na, ich brauche eine zweite Kiste. Dann eine zweite. Das reicht nicht. Kann ich dich vielleicht irgendwie hochhängen stellen? Ich selbst werde ja nicht raufgehen können. Nee. Kiste! Hier kann ich ja auch nichts. Nee, da ist auch nichts, was ich irgendwie nutzen kann. Wie komme ich da rauf? Hier ist nichts. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass das Teil hochkant steht. Ingardium Leviosa. Toll, wo ist die Kiste jetzt hin? Jetzt ist sie wieder hier. Akio! Ingardium Leviosa! Komm, stell dich mal irgendwie hochkant hin. Revelio. Okay. Haben wir hier noch was? Da hinten wäre noch eine Kiste. Das bringt mir alles nichts. Wieso kannst du hier nicht hochgehen? Sollte ich vielleicht mal Dr. Google fragen? Was übersehe ich? Ingardium Leviosa. Komm, lass mich mal raufsteigen. Ja. Mann! Akio! Halt, nein, nicht Akio. Halt, falsch. Vier. Ingardium Leviosa. Komm, und jetzt stell dich halt irgendwie hochkant hin. Hallo, hochkant. Ich kann's drehen? Gibt's doch nicht. Hier hoch wird es ja auch nicht sein. Was ist, wenn ich dich da irgendwie auf der Kante abstelle? Nope. Jetzt war es auch nicht.
hier rauf kann, bringt mir auch nichts. Okay, liebe Leute. Ich schau mal ganz kurz bei Dr. Google nach. Bis gleich. Okay. Lösung gefunden. Ich bin ein bisschen doof. Ich zeige euch, was zu machen ist. Also, wir werden einerseits die Kiste da vorne hinstellen. Komm her, Kiste. Komm jetzt. Genau, wie ich es da vorher gemacht habe. Und jetzt... Levioso. Levioso, damit sie schwebt. Oh, Mann. Ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen braucht, bis ich da drauf kommen wäre. Rebellion. Oh, Goodies. Ich muss einen Weg ins Torhaus finden, um Nati das Tor zu öffnen. Das hätten wir dann geschafft. Rebellion. Erstmal umsehen. Ah, habe ich doch gewusst. Sackgasse. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, ja, den habe ich schon gefunden. Lass mal alles angucken. Die Nummer 2. Wollte ich dich irgendwie wegdrücken? Kriege ich die Kiste jetzt da aus dem Weg? Hallo? Von außen vielleicht? Nee. So kann ich halt keine Zauber wirken. Alter, mach die Kiste weg. Kein einziger Zauber geht so. Ach Mensch. Muss ja doch noch irgendwie was geben. Ah. Eis. Da hätte ich mal reinschauen sollen. Aha, das könnte das Tor hochziehen. Rebellion. Ja, bevor wir das machen, was ist da? Ich kann nicht glauben, dass ich aufschreiben muss, aber ihr Schwachköpfe hört einfach nicht zu. Schiebt das Tor auf, sprengt es nicht. Wenn es noch einmal in die Luft fliegt, schwöre ich, das ist euer Ende. Da geht's runter. Nein. Ja. Das hebt aber nicht sehr lange. Moment mal. Ich habe eine Idee. Confringo! Grazio! So, schnell nach unten. Es bleibt nicht lange genug offen für sie. Hallo. Wir kommen hier rein. Wir kriegen dieses Tor auf. Ja, kannst du vielleicht durchgehen, wenn es so langsam wieder runter geht? Das wäre irgendwie ganz cool. Oder muss ich die Kiste dann da irgendwie hinschieben? Wingardium Leviosa. Irgendwie so. Wie kann ich dich blockieren? Ach, Moment, ich glaube, da oben war was. Ah, nochmal anders. Nee. Oh, ich kann da oben irgendwie rauf. Komm doch mal mit. Nee, komm, geh nach da hinten. Hier so hin. Ah, nicht unsichtbar. Scheiße.
Kiste, was machst du? Nein! Komm! Herauf! Dankeschön! Rebellion! Das ist irgend so ein Schloss. Was genau siehst du da? Da dahinter? Okay, ich mach die Zauber hier anders. Einmal so. Also, das war zu früh. Fuck, das ist immer im letzten Moment. Komm, 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 komm. Nein. Da da nicht passt, ne? Fuck. Jetzt, 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 jetzt. Nein! Jetzt, jetzt, komm, 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 komm. Nein, was muss ich denn da machen? Oder muss ich das zu mir ziehen? Ach, das war zu spät. Allah. Das gibt's doch nicht. Oder muss ich da den Viererzauber anwenden, damit ich es zu mir hier ziehe? Moment. Machen wir das mal so. Nee. Das hat ja auch nichts gebracht. Warum hast du... Gibt's nicht. Nachdem ich gerade die Seite noch offen habe. Wenn die Kiste nicht mehr im Weg steht, könnt ihr in den Raum hineingehen. Jetzt müsste die Kuppel links mehrfach die Pulse wirken, bis er so nach ganz oben fährt und dann Akio auf den goldenen Ring. Okay. Das kann ich mir passen. Okay, Accio. Jetzt hier ein paar Mal Repulso. Ah. Okay. Ich wusste, du schaffst das. Da lang. Ich übernehme die Tür. Dankeschön, dass du auch was machst. Und natürlich hat keiner das gehört, dass wir da mit dem Tor rumspielen. Das ist der Hauptturm. Ich vermute, dass wir Harlow und den Brief dort finden. Wir müssen vorsichtig sein, sobald... Ich höre sie. Klingt aber nicht sehr gesund. Haltet das Spiel fest! Oh oh. Wolkenschwinge. Kennst du diesen Hippogreif? Na gut, neuer Plan. Ich hole die Beweise, du befreist den Hippogreif. Okay? Das ist unsere Chance. Los! War so klar. Verdammt! Es muss doch noch einen anderen Weg aufs Dach gehen. Da ja, immer hoch. Den schwierigen. Ich glaube, jetzt... Nati hält sich aus Ärger raus. Ja, vermutlich nicht. So, was haben wir hier alles Schönes? Haben wir wieder eine Kiste.
Kann ich die vielleicht runterschieben? Wingardium Leviosa. Nee. Mach die mal nach unten. Wieso? Und da ist sie unten. Rebellion. Gegner? 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 Nö. Und dich brauche ich da drüben. Alles klar. Komm mal her. Da drüber. Irgendwie so. Ah, und hier muss ich meine Dinger hier mal wieder anders machen. So wie ich es vorher gehabt habe. Und so. Leviosa. Nicht gerade der sicherste Ort. Der ist gerade im Boden verschwunden. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel Schmackes. Revelio. Gut. Hallo, Kiste. Bist du wieder da unten? Ja, viel Spaß da unten. Confringo, Leviosa! Confringo! Zugegeben, nicht mein Bester! Komm! Leviosa! Confringo! Grazio! Nice! Alles alle? Cool! Na dann! Hallo, Homora. Ah, diese Rätsel. Halt, hier war's. Nice. Sesam, öffne dich. Revelio. Ja, da gibt's wieder was. Ich hoffe, Nati hat es nicht so schwer. Naja, schwer. Stufe 2, ist ja klar. Ja, mal hier rauf. Na, Goodies. Muss ich das benutzen? Nee, ne? Aber da drüben hat's Goodies. Hey, geh ganz runter, bitte. Dankeschön. Oh, guten Tag. Du kehrst in der Holzkiste nach Hause. Oh, ich glaube eher du. Oh, geil. Mega Finisher. Nein. Fuck. Nice. Noch mehr? Er will doch mal, wer hat noch nicht? Okay. Hallo, Homora. Ja, der Mod kommt. Halt. So, was haben wir hier Schönes? Komm ich da rein? Oh nein, oh, yes. Deke hatte recht. Wir müssen euch vor diesen Barbaren retten. Niffla. Moment mal. Nice. Gratis Tiere. Gratis. Ein Knuddelmuff. Oh. Und du noch. Also welche bei dir muss ich dreimal. Sehr gut. Ist noch was hier? Nö. Und tschüss.
Sehr gut. So weit nach oben kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Please. Was wäre so fies, ne? Würde ich da reingehen und dann machen sie einfach die Tür zu. Also mal hier. Geheimdurchgang. Ja, gerne. Immer her mit den Kisten. Astrid, behalte mein Versteck im Auge. Ja, es gehört dir. Es sollte böserweise verschwinden. Der Lügner hat uns unser Hab und Gut betrogen. Also habe ich genommen, was ich konnte, um es hier versteckt. 20 verdammte Jahre. Und wir werden nicht besser behandelt als die Narren, die seit 2 Wochen hier sind. Manfred. Ja. Heller Sonnenhut. Dann gehen wir später mal her und tun unsere Ausrüstung verbessern. Beziehungsweise, das kann ich eigentlich zwischen den Missionen machen. Dann gehe ich mal in Raum der Wünsche. Tools mal hochbuffen. Wolkenschwinge. Alles ist gut. Ganz gut. 2 gleich. Da seid ihr. Komm schon. Hallo, Humor. Mach schon. Das war nicht klug. Vor allem, was ist mit Verbeugen? Oh. Alles klar. Ich darf selber fliegen. Wie geil. Ist ja geil. Der Zug fährt. Der Zug fährt. Da ist der Hogwarts Express. Okay, das war skriptet. Eine außerplanmäßige Fahrt sein. Weil ich habe eigentlich einen Mod installiert, dass er jetzt jeden Tag fährt. Aber cool. Geh mal wieder so Dampflok hin. Bitte. Okay, da war ein Gegner. Komm, ab. Warum hält er nicht? So eine Frechheit. Spielst du Dampflok? Ah, ich kann mich ja von jedem mal wieder nicht entfernen, ne? Sehr geil. Ob man uns wohl vom Schloss aus sehen kann? Vermutlich. Aber cooler Moment. Irgendwie Sonderfähigkeiten. Also Fluggeschwindigkeit. Sie fliegt langsam. Okay. Ja, tschüss Besen, ne? Es ist ja mal so viel cooler. Und Gott, die Musik dazu. Bombastisch. Okay. Unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du natürlich ihn finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hatte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich.
Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinger. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. So, und du... Neuer Gegenstand. Das ist doch kein Gegenstand. Gehen wir einfach auch nur so hier rumlaufen. Oh, das geht. Keiner sagt was dazu. Was? Sepulchria? Caligo? Ist Absteig auch mit B? Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht... Muss mal ganz kurz was schauen. Warum? Das geht nicht. Kann ich das ändern? Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam. Ach so, der kommt dann immer hier raus. Wir treffen uns bei ihm okay. Zu Hause. Moment mal. Neuigkeiten. Ausrüstung, Inventar. Sepulchria, das Tessa ist ein gruseliges, geflügeltes Tierwesen, das nur für jedes sich bis das den Tod gesehen haben. Du kannst Tierwesen über das. Okay, Ausrüstung, die ganzen Niffler. Caligo. Wolkenschwinge. Wo kann ich das ändern? Ach, da. Holy shit, du bist echt gruselig. Schwarz. Gefällt mir richtig gut. Aber dich möchte ich jetzt gerne mal kurz sehen. So. Des Kobolds, den Sie erwähnten. Ja, gleich. Uns doch in der Krankenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Holy shit. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Ja, gleich. Und, los. Abheben. Also ist schon nice, aber ich glaube, an das kann ich mich nicht gewöhnen. So, tu mal landen. An den. Komm, runter, runter, runter. Sehr gut. Und absteigen. Wenn wir gerade schon mal beim Händler sind, kann ich meinen Ramsch verkaufen. Schauen Sie sich doch. Ach nee, mal um. Moment mal. Zuerst mal. Danke fürs sollte ich vielleicht schauen. Anlegen, was besser ist, bevor ich das mache. Ausrüstung, Handbekleidung. Nicht besser. Okay. Auch nicht besser. Aber können wir verbessern. Okay, wir müssen sowieso in den Raum der Wünsche, wenn wir da was haben, wo wir nicht wissen, was die für einen Wert haben. Aber es hat legendär. Netter Hut. Okay. Verchecken wir mal das, was schlechter ist. Und dann ab in den Raum der Wünsche. Verkaufen. Einmal. Das kaufe ich gerne. Gut, einen Vorrat zu haben, sage ich immer. Cool. Da haben wir wieder Geld. 1440. Du kommst dir vom Gesicht her so bekannt vor. Kommen Sie gerne wieder, ja? Jo, so, Ram da Vinci. Karte von Hogwarts. Geheime Räume. Ram da Vinci. Let's go! So, und da werden wir jetzt mal schnell die Tiere freilassen. So, mit H. Oh, alles rein hier. Artenobergrenze erreicht, verkaufe. Was? Verkaufe bei Schnabel und Blut, okay.
Artenobergrenze erreicht. Art 4. Schade. Das ist, wenn wir dich wegnehmen. Warte mal. Escape zurück. Zum Inventar. Das F. Glaubt Professor Howe nie. Ich kann jetzt dafür da reintun. Geil. Ich würde ich auch noch gern reintun. Und hier haben wir auch nur einen. So. Okay. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Oh, cool. Ja, das ist aber echt ein bisschen schade. Ich hoffe, wir können das noch irgendwie upgraden, dass hier mehr Tiere rein können. So, sollte doch hier drin jemanden treffen, oder nicht? Ich würde gern mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit hätten. Okay. Hallo, Deek. Professor Weasley sagte, du wolltest mir mehr über den Webstuhl erzählen. Hallo. Ja, Deek hat sich etwas überlegt. Er... Was zum... Was ist das denn jetzt? Offenbar denkt der Raum, sie brauchen mehr Platz für Tierwesen. Dankeschön! Deek sagte, er hatte eine Idee. Deek weiß, wie sie die Kleidung testen können, die sie im verzauberten Webstuhl verbessert haben. Und vielleicht könnten sie dabei einem alten Freund helfen. Wie meinst du das? Ein Hauself namens Tops sammelt für seinen Meister in einer Höhle bei Hogwarts Blutegelsaft. Tops Meister lässt ihn nicht aus der Höhle und Deek weiß, dass es dort von Spinnen nur so wimmelt. Das klingt ja furchtbar. Ja, und Deek hat schon länger nichts von seinem Freund gehört. Die Kleidung aus dem Webstuhl hat vielleicht nützliche Verzauberungen. Deek dachte, sie könnten sie testen und nach Tops sehen. Ja, okay. Ich verstehe. Überlass das mir, Deek. Ich finde Tops für dich. Oh, danke. Bitte sagen Sie, Deek, was Sie über Deeks alten Freund erfahren. Okay, dann kann ich jetzt da oben die anderen Tiere ausladen. Sehr geil. Oh, das sieht ja ganz anders aus. Kann ich hier nur bestimmte Tiere ausladen? Nö, aber wobei, du bleibst. Moment. Escape zurück. Warte mal, wenn du jetzt hier drin bist. Nee, das, dich machen wir zum Inventar. Ganz ruhig. Mit dir will ich rumfliegen. Ich tue dir nichts. Spacig. Cool. Muss ich demnächst mal hier ein bisschen farmen. Aber das, glaube ich, mache ich off-cam. Okay. Also, liebe Leute, wir sind mal wieder an der Zeit. Ich werde mich mal hier ein bisschen um die Tiere kümmern und mich selber ein bisschen hochbuffen. Und dann machen wir weiter. Also, bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.